die Reise mit Vater erzählt von zwei Söhnen, die gemeinsam mit dem sterbenskranken Vater eine Reise unternehmen, eigentlich geplant in die ehemalige DDR. Der Film spielt 68 und sie werden völlig überrascht von den Warschauer Pakttruppen, von den sowjetischen Panzern, die wirklich in Prag einmarschieren. Sie werden festgehalten, können sich in der DDR nicht mehr frei bewegen und werden durch diesen historischen Einmarsch sozusagen, bekommen sie die einmalige Chance ihres Lebens, über die Bundesrepublik Deutschland zurückzukehren nach Rumänien. Und dann stellt sich die riesige Frage, ob sie innerhalb von 48 Stunden sich entsteinen, bleiben sie oder kehren sie zurück. Die Geschichte ist eigentlich ein Culture Clash zwischen dem real existierenden Sozialismus aus dem Osten und der linken Studentenrevolte, die hier damals hohe Wellen geschlagen hat. Ich bin ja mit dieser Geschichte groß geworden, weil sie auf den Erzählungen meines Vaters beruht. Mein Vater war damals 18, ist auch einer der zwei Brüder im Film. Und der hatte damals, 1968, die einmalige Chance, sich zu entscheiden, ob er für immer alles hinter sich lässt oder zurück nach Hause kehrt. Genau durch diese Umstände. Er hat die Panzer gesehen, er hat hart in diesen 48 Stunden mit sich ringen müssen, was für eine Entscheidung er trifft. Und er hat die Entscheidung getroffen, die dafür gesorgt hat, dass ich in Rumänien geboren wurde. Ich habe mir große Sorgen gemacht, Ulrike. Mach mich ganz nass. Die haben uns drüben wegen des Einmarschs in die CSSR in ein Lager gesteckt. Haben uns erst gestern gehen lassen. Das ist Mihai aus Rumänien. Im Wohnkollektiv ist jeder willkommen, zu jeder Zeit. Hans Uwe. Mihai. Wir können gerade jeden gebrauchen, Michael. Ich heiße Mihai. Wir teilen noch gleichberechtigten Prinzipien. Einkaufen, Küchendienst, Putzen, steht alles im Plan da. Ich habe übrigens letzte Woche den Kühlschrankdienst für dich übernommen, Ulrike. Ich liebe das Filmfest München. Ich bin mit diesem Filmfest sozusagen groß geworden während der Studienzeit. Ich bin seit meinem ersten Studienjahr hier, das 2000, waren wir da und haben uns total aufgeregt, die Akkreditierung geholt und uns in der Schlange angestellt. Und ich liebe tatsächlich diese unglaublich leichte Stimmung, in der man immer wieder aber in Filme reingerät, die eine ganz neue Dimension eröffnen, die so tief und berührend sind, dass man danach in die Sonne raustorkelt und erstmal für ein paar Stunden einfach über diesen Film nachdenken muss. Ich mag diesen Anspruch sehr zwischen Sonne und tiefer Ernsthaftigkeit, mit der dieses Filmfestival betrieben wird.